Servus zusammen. Ich möchte es auch hier bei meiner kleinen Reihe zum Thema Abhängigkeit so halten, dass ich euch Medienempfehlungen präsentiere zu Medien, das heißt Filmen, Büchern, Internetseiten, die ich denke, dass sie sehr interessant sind und hilfreich und informativ für euch. Und mache ich heute zum ersten Mal und steige ein mit einem Internetportal speziell für, denke ich, jüngere Leute, die ja die große Chance bieten, mit der richtigen Informationspolitik bei ihnen noch eine wirklich gute Abhängigkeits-Drogenprävention zu betreiben. Es handelt sich hier um das Portal drugcom.de. Ich blende den unten ein, den Link. Und dieses Portal ist wirklich sehr, sehr schön aufgezogen, hat eine tolle Optik, vor allem für junge Leute, und bietet also einen großen, großen, großen Wissenspool zum Thema Drogen an sich, bietet an, sein Wissen dazu zu testen, sich selbst zu testen, wo man steht, zu dem Thema Abhängigkeit, Beratungsstellen, Hilfe für Familien und Freunde, alles dies wird angeboten. Also gerade wenn du ein junger Mann bist, eine junge Frau bist, dann ist das sicher das Richtige für dich, da einfach mal reinzuschauen. Das nächste, ich hatte es schon vorgestellt, einmal als Verweis und auch als Link, ich möchte es jetzt hier noch einmal tun, das ist das Internetportal psychosozialegesundheit.de. Für das verantwortlich zeichnet eben der Professor Dr. Volker Faust, den ich ja zwar nicht kenne, aber gerade eben sein Portal sehr schätze, weil das hat mir schon sehr viele gute Dienste erwiesen. Es ist unheimlich informativ, ganz generell zum Thema psychosoziale Gesundheit. Also wenn ihr betroffen seid, dann steht ja dahinter meistens irgendeine psychische Geschichte, die zu bearbeiten ist. So bietet dieses Portal also sowohl Informationen an zu sämtlichen, fast sämtlichen möglichen psychischen und psychiatrischen Erscheinungsbildern, Krankheitsbildern und natürlich auch zum Thema Drogen speziell. Da würde ich also sehr empfehlen, dieses Portal einfach auch mal zu nutzen. Es ist wirklich hochinformativ und sehr hilfreich für euch. Oder kann es sicherlich sein, denke ich. Und dann haben wir natürlich noch, ja, also das Suchthilfemagazin.de, der Link auch unten nochmal eingeblendet. Dahinter steht der Verein Suchthilfe e.V., der von zwei betroffenen Männern aufgezogen wurde. Zwei Männern, die also selbst alkoholabhängig sind und eben jahrelange Erfahrung mitgebracht haben und diese in eigener Regie auf die Beine gestellt haben. Eine tolle Sache, sehr informativ, hochgradig informativ in allen Bereichen. Und dazu, das, was ich jetzt sagte, hatte ich ja schon mal erwähnt, dazu gibt es auch sehr interessante Filme von diesem Suchthilfemagazin. Die stehen zum Beispiel bei YouTube, aber auch bei anderen Internetfilmportalen drin. Und ich werde euch dann gegebenenfalls immer entweder einen Link zu dem Film geben oder aber den Film sogar direkt präsentieren. Das hängt jetzt davon ab, wann und wie ich mit den Herren dort in Kontakt komme, mit den Verantwortlichen, um das zu klären. Aber die Filme sind wirklich sehr interessant und da spare ich mir einen Haufen Erklärungen, die ich selber fabrizieren müsste, wenn das ja schon von den Initiatoren und den Betreibern dieses Online-Magazins schon vorliegt. Hier jetzt im Anschluss stelle ich einen kurzen Clip vor, in dem dieses Projekt vorgestellt wurde, im regionalen Fernsehen dort. Ja, das war's dann für heute nochmal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gott segne euch und Servus.
Suchthilfe im Internet, das machen jetzt zwei suchtkranke Männer aus Lippe selber. Sie haben ein entsprechendes Internetportal entwickelt. Wolfgang Schwalenstöcker und Peter Korf sind Alkoholiker und haben jahrzehntelange Erfahrung mit den unterschiedlichsten Therapien. Ihre Seite will Informationen liefern für alle Formen von Suchtkrankheiten. Spezialisten aus der Region unterstützen die beiden Autodidakten. Betroffene bereiten Informationen für Betroffene auf und haben einen guten Zugang dazu, wie das gemacht werden muss. Und das ergänzt unsere wissenschaftlichen und erfahrungsmedizinischen Informationen und wird dadurch gut und besser transportiert, als wenn es nur in der Fachsprache gemacht wird.